singen dir, Maria, zu, die dich voll Freude empfangen hat, der du Mensch geworden bist, Quelle des Lichts, erleuchte uns. Wir werden uns heute mit, und ich habe lange überlegt, ob wir das tun sollen, aber ich finde das ein Zeichen für Fairness und auch Redlichkeit, eine Stimmen wahrzunehmen, die auch etwas anderes sagen und die zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Das werden Sie an keiner theologischen Fakultät, deutschsprachig, müssen wir mal dazu, deutschsprachig. In anderen Ländern ist das diesmal nicht so eng, deutschsprachig, ja, weil natürlich die Deutschen vor 100 Jahren von der protestantischen Exegese, und dann durften die Katholen dann auch richtig forschen, so um das Konzil herum, dann haben die natürlich alles nachgeholt und alle Sündenfälle nochmal dreimal durchwandert, ja, aus lauter Stolz, dass sie jetzt auch richtig dürfen. Deshalb ist das hier besonders hartnäckig. Aber es ist ein Problem. Wir haben es mit wissenschaftlichen Hypothesen zu tun. Das muss man immer vorweg sagen. Diese Hypothesen haben sie aber verselbstständigt. Das wird inzwischen, zum Beispiel, es gibt eine Reaktion auf das Papstbuch hier in der FAZ, ein großer Artikel hier von dem früheren Professor Ohlich hier an der theologischen Abteilung. Der sagt, was der Papst da macht, ist unwissenschaftlich, weil der die Kenntnisse, also der historischen Forschung, nicht einfach ignoriert. Was sind die Kenntnisse der historischen Forschung? Ich finde zum Beispiel, was der Herr Ohlich offenbar und viele andere mit ihm übersehen, dass es ja nicht nur Theologen gibt, die sich mit sowas beschäftigen. Es gibt Papyrologen. Also Wissenschaftler, die nichts anderes tun, als Papyri zu lesen, antike Papyri. Das sind diese, wir haben die Materialien hier angeschaut, ja. Die sind oft schwierige Textfragmente, weil das Material nicht so haltbar ist, wie zum Beispiel Pergament. Dann hat man oft nur so ein Fitzel, ja. Wir haben ja solche, Sie erinnern sich vielleicht an die erste Einheit, wo wir solche Sachen angeschaut haben. Das ist brüchig, ja. Und man hat oft nur so ein kleines Stück, wo dann nochmal wieder ein Loch reingebrannt ist oder irgendeine Maus da dran gefressen hat, ja, wo dann vier Buchstaben fehlen. Ja. Die kommen in einer sozusagen viel unbefangener, weil die jetzt nicht unbedingt eine theologische Absicht haben. Ja. Und darauf werden wir nochmal kommen, welche theologischen Ab- und Einsichten zu solchen Hypothesen führen. Da steht ja immer auch eine Absicht dahinter. Ja. Das muss man auch aus der materialistischen oder gar, jetzt erschrecken Sie nicht, ja, ich hoffe, Sie stehen gleich auf, auch aus der marxistischen Geschichtsschreibung. Es ist schon wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, dass es hinter jeder Ideologie eine Absicht gibt. Dass zum Beispiel also in der neueren Diskussion der letzten 40 Jahre zum Beispiel der Feminismus deutlich gemacht hat. Dass es nicht nur irgendwie eine Objektivität gibt, sondern hinter jeder Objektivität gibt es ein schreibendes oder denkendes oder redendes Subjekt. Und dieses Subjekt hat Einfluss auf das, was da geschrieben, gedacht, geredet wird. Das ist wichtig. Und deshalb muss man dieses Subjekt kenntlich machen. Und das ist mit wissenschaftlichen Hypothesen auch so. Also, man muss hinter diesen Hypothesen immer auch nochmal sehen, die Absicht, dann kommt die Hypothese und wohin führt sie? Das finde ich sehr wichtig. Und dann darf man von mir aus auch Hypothesen nebeneinander stellen. Das werden wir heute Morgen auch tun. Aber was man nicht tun darf, ist, eine Hypothese, auch wenn die schon 40 Jahre gedruckt wird oder 50 Jahre, dann plötzlich zu sagen, wer da widerspricht oder sagt, die Evangelien sind älter oder sowas, oder es stimmt sogar, was in den Evangelien steht, das ist ein evangelikaler Quatschkopf. So ist das nämlich. In diesem Sinn muss ich mich outen als evangelikaler Quatschkopf. Tut mir leid. Aber das will ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, wenn Sie vielleicht verstehen. Ja? Sondern ich bemühe mich, und nicht nur ich, ja, sondern ich partizipiere ja auch nur daran, bemühe mich, auch Dinge zu lesen, rechts und links, und nicht nur, was sozusagen an manchen Fakultäten vorgegeben wird, was gedacht wird. Der ganze Zeitschriftenmarkt im Neuen Testament ist besetzt durch eine ganz bestimmte Riege von Neutestamentern, die andere Aufsätze, die andere Erkenntnisse, die ihren eigenen Hypothesen widersprechen, nicht zulässt. Das muss man einfach klar sagen. Das ist eine Mafia. Das ist eine Wissenschaftsmafia. Nichts anderes. Und das wird dann in Randverlage gedrängt. Natürlich wird das auch geschrieben. Ja, ich meine, wir leben schließlich in einem freien Land. Ja.
Muss man nochmal sagen, es gilt leider nicht für alle Druckerzeugnisse und für die theologischen schon gar nicht. Ja? Und da wird man gleich in so eine Schmuddelecke gestellt. Ja? Ja, nimmt irgendwie an, dass ein Evangelium früh ist, der hat sie ja nicht alle. Ja? Kann er nicht studieren. Also wir werden gleich mal solche Hypothesen angucken. Und wenn zum Beispiel so ein Artikel von Ohlich da vor ein paar Wochen in der FAZ, wann war es denn, schon das braucht? Ja, am 7. Mai, der ist im Grunde genommen, also wenn jemand bei mir Prüfungen machen möchte, ja, ich habe in Salzburg viele Prüfungen abgenommen, jemand, der sowas sagt, würde ich durchfallen lassen. Weil man sagt, der hat die letzten 30 Jahre nichts gelesen. Leider, schade. Ist am Stand von 1970. Kann ich ja einem pensionierten Professor nachsehen, aber eigentlich werden die für Lehre und Forschung bezahlt. Was forschen die denn? Forschen die nur, was sie interessiert oder wo sie Lust haben oder zur Bestätigung der eigenen Sache? Oder gehört zur Wissenschaft, dass ich auch zur Kenntnis nehme, was mir widerspricht? Das ist ja das Interessante eigentlich an der Wissenschaft. Dafür werden Leute hochbezahlt, haben Zeit dafür, das zur Kenntnis zu nehmen. Um dann weitere zu gucken, für meine Hypothese, gibt es dafür weitere Gründe oder ist die falsifiziert, das heißt, muss ich die fallen lassen, muss ich einen neuen Ansatz suchen. Dafür haben wir eigentlich einen hochbezahlten Wissenschaftsbetrieb. Und das wird natürlich in Zeiten wie diesen auch immer schwieriger. Also jetzt zum Beispiel ist eine ja, um das eben noch kurz einzuflechten, und das ist hier, nachdem wir hier auf dem Campus sind, wir haben eine Studienreform jetzt hier durchgepeitscht, die sich Bologna-Prozess nennen, das klingt immer so ein bisschen nach italienischen Gerichten, das klingt immer so toll, ja, Pisa und Bologna, das ist ganz wahnsinnig toll, ja, die hat schon so einen Urlaubsklang, ja, heißt aber nichts anderes als eine Verschulung des ganzen Studiensystems, ja, das ist im Grunde genommen der Tod der Universität. Es gibt keine Freiräume mehr für die Studierenden, ja, also jetzt gibt es hier demnächst ein Mentorat, das nochmal für die Theologiestudierenden zuständig ist, weil die ja schließlich auch im Auftrag der Kirche, auch wenn sie Staatsbeamte sind, die Missio Canonica brauchen, um Sinn der Kirche zu unterrichten. Das wird hier neu jetzt errichtet, weil das in den letzten 30 Jahren nicht stattgefunden hat in Saarbrücken. Zumindest nicht in der Form, wie das eigentlich sein sollte. Alle raufen sich die Haare und sagen, das geht eigentlich gar nicht, ja, weil die einen strammen Tag haben von morgens bis abends. Wie eine Schule. Ja, Ganztagsschule. Die Universität wird zur Ganztagsschule. Ganz merkwürdig. Total, die haben ein Programm und man will das natürlich kürzer machen, ja, wir studieren alle zu lange, die müssen alle auf den Arbeitsmarkt, das muss alles vernünftig sein, das muss alles, ja, so, und da will man die Statistik vernünftig haben und deshalb gibt es jetzt auch einen Master und einen Bachelor, leider kann man das, in Deutsch kann man das gar nicht sagen, was das ist, dann brauchen wir immer Gott sei Dank die englischen Begriffe. Früher hieß das Baccalaureat, das Bachelor, ja, das ist ein lateinischer Begriff, aber das ist natürlich sowieso tabu, ja, deshalb müssen da die englischen Begriffe, das klingt schon international. Und der Sinn ist, wir wollen Mobilität. Also, die Leute sollen überall studieren können, gleiche Studienbedingungen haben. Wenn wir jetzt die ganze europäische Universitätslandschaft überall gleich haben, das ist das Schöne, da brauchen wir keine Mobilität mehr. Ist das nicht super? Dann brauche ich doch gar nicht mehr mich zu entscheiden, ob du gehst eben an die FH nach Berlin oder sowas, weil überall das gleiche ist. Ist doch gut. Also das vorgegebene Ziel des Prozesses löst sich selber auf. So viel, wenn man Kultusminister und oder auch bestimmte Organisationen, das mit der PISA-Studie genauso, die schießen selber ins Knie. Ja? Und da werden Kritik, und plötzlich 20 Jahre geht in Deutschland nichts bei den Lehrplänen weiter. Oder wenn irgendein Kultusminister oder so gesagt hat, Mensch, wir müssen mal gucken, dass die Kinder lesen können. Großes Geschrei. Ja? Der ist ja von vorgestern so ein reaktionäres Schwein, der hat sie ja nicht alle, wir müssen hier multimedial und sowas. Da kommt der PISA-Kinder wieder und sagt, die deutschen Kinder können nicht lesen. Da wird gelesen, auf Teufel komm raus, dann muss er plötzlich wieder Leseübungen und Diktat wird, oh Gott, schön, das ist ja schon, Diktat kommt von Diktatur, ja, ist ja klar. Und deshalb darf das nicht sein, ja. Das ist, ja, merkwürdig, ganz merkwürdig. Deshalb sind Sie froh, dass Sie nicht unbedingt nur in Wissenschaftsbetrieben sind. Sie sehen, Normalsterbliche haben da oft ein besseres Händchen für, als wenn man also allzu akademische Zirkel mit solchen Fragen beschäftigt. Das ist ein Problem. Und das gilt eben auch für neutestamentliche Wissenschaft. Jetzt kommt ein Papierberg auf Sie zu. Auch hier, ich habe hier meinen Assistenten. Jeder so ein Ding, so ein Stoß. Ja? Ja.